Hallo meine lieben Freunde des Early Access und willkommen zurück zu Foundation, einem wunderbaren Spiel aus dem Jahre 2019. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt schon den ersten Teil so ein bisschen abgeschlossen haben. Ich lasse mal die Zeit nebenbei wieder weiterlaufen. Und wir werden natürlich auch dafür sorgen, dass noch mehr Geld in unsere Taschen gespült wird, das wir nutzen können, um beispielsweise das Lager endlich fertig zu bauen. Denn ohne Lager gibt es keinen Verkauf und ohne Verkauf haben wir natürlich auch kein Geld. Logisch. Deswegen kommt das Lager jetzt erst einmal hier oben mit hin. Da können wir dann meinetwegen Werkzeuge, Steine, Holz und die Bretter, die dann aus dem Holz gesägt werden, mit einlagern. Das wird wichtig sein, denn wir wollen die Bretter ja auch nicht nur nutzen, um sie dann dementsprechend für die Handelsroute zum Freischalten zu verwenden, sondern eben auch, um sie irgendwann zu verkaufen. Denn Bretter sind noch ein bisschen mehr wert als Beeren, die wir am Anfang natürlich verkaufen werden. Davon ist auszugehen und das kriegen wir, da kommen wir glaube ich auch nicht drum herum. Deswegen werden wir jetzt erstmal die Zeit noch ein bisschen schneller schalten. Was früher nicht der Fall war, ist, dass man mit dem Geld auch im Minus sein kann. Aber das ist eben wahrscheinlich jetzt eines der Kriterien, um das Spiel auch zu verlieren, dass wenn man dann irgendwann im Minus ist und eigentlich immer nur mehr ausgibt und ausgibt und ausgibt, dass dann nichts Neues mehr reinkommt und man nicht mehr weiß, was man machen soll, weil man weder bauen kann, noch Territorium erweitern, noch sonst irgendwas. Deswegen sollte man mittlerweile vorsichtig sein. Jetzt geht's ins Minus. Vorher ist es immer nur bei Null gewesen und dann war Schluss. Denn da hat man zwar nichts mehr gehabt, aber es kam immer wieder irgendwie Geld rein, ob durch Aufträge oder sonst irgendwas. Das ist nicht mehr der Fall. Seid vorsichtig, wenn ihr dieses Spiel startet. Macht es am besten so, wie wir es gemacht haben, ganz in Ruhe. Und wir werden natürlich noch ein bisschen mehr kriegen. So, ihr habt gesehen, die haben das Wohnhaus jetzt fertig gebaut. Hier wohnen jetzt die ersten beiden Leute, die sich mit eingebracht haben in die Gesellschaft, in die Community. Und dementsprechend wird der Komfort jetzt auch weiter steigen, weil ein paar Leute schon mal ein Haus haben, in dem sie wohnen können. Glücklicherweise brauchen diese Häuser kein Werkzeug. Werkzeug ist nachher eine der wichtigsten Ressourcen und eine der Ressourcen, die auch relativ fix dann hergestellt werden müssen. Mal abgesehen von Brot und von Kleidung, sodass man dann noch ein bisschen was zum Verkaufen hat und auch mehr Essen für die Leute, ist es sehr, sehr wichtig. Wir werden jetzt auch einen weiteren Sammler erstmal mit hinzufügen, dass wir noch mehr Beeren bekommen, denn wir sehen selber, wir waren schon mal bei 36 Beeren, aber mit zwei neuen Leuten geht es auch ein bisschen rückläufig und deswegen viel Spaß beim Sammeln. Dann haben wir zwei Leute. Das ist okay. Die Bauarbeiter selber werden natürlich auch von den ganz normalen Hausbewohnern dann immer wieder in Anspruch genommen. Und dann wird immer gesagt, ach naja, und eigentlich hätte ich gerne ein Haus. Und dann bauen die da und die anderen Dinge, die liegen erstmal brach, sodass man dann vielleicht auch zwei oder drei Bauarbeiter haben sollte. Das werden wir jetzt aber auch noch nicht tun, denn wir brauchen noch einen Lagerarbeiter. Wir haben ja nur zwei neue Ankömmlinge gehabt. Und Komfort ist jetzt bei 15. Das ist schon mal schön, also bei minus 15 nur noch, das heißt 5% haben wir schon wieder gespart, wir waren also bei 65. So, fürs Territorium haben wir 521 ausgegeben, denn wir müssen dafür auch Steuern zahlen. Für den Marktplatz haben wir 342 eingenommen, 100 haben wir durch Aufträge dazu bekommen, Unterhalt hat 133 gekostet und die Konstruktionen, die wir gebaut haben, ebenfalls nochmal 70. Das ist unser monatlicher Report und was auch monatlich wichtig ist, sehen wir später noch, wenn wir erstmal unser Herrenhaus haben. Ja, auch wir dürfen hier wohnen, auch wenn man uns vielleicht nicht sieht, aber wir werden dort wohnen. Das ist im Prinzip wie so ein kleiner Altar. Nein, wir sind kein Gott, wir sind ein ganz normaler Landesfürst sozusagen. Und hier für das Lagerhaus brauchen wir tatsächlich Bretter. Wir haben noch keine Bretter, das heißt, ich muss jetzt erstmal ein Sägewerk bauen. Gut zu wissen, wo ist denn das Sägewerk? Sägewerk, da ist es. Kommt das gleich nebenan hin. Das kostet 100 Münzen. Ja, die habe ich gerade nicht. Das tut mir leid. Wir sind jetzt bei 77, 76. Das geht schon wieder runter, aber der ein oder andere kauft noch was ein. Ja, beeilt euch mal, ne? Null neue Dorfbewohner. Ist klar, wir haben jetzt auch keine großartigen Möglichkeiten, irgendwo irgendjemanden unterzubringen. Das heißt, der Komfort wird jetzt nicht weiter steigen, solange keine neuen Häuser gebaut werden. Auch wenn wir natürlich noch das ein oder andere als Baugebiet mit ausgegeben haben, reicht das natürlich nicht aus. Leute, ich brauche die Kohle. Dankeschön. So, jetzt wird's gebaut. Dann haben wir schon mal das Sägewerk. Wir haben ein Lager, das heißt, wir können zumindest schon mal die Handelsroute eröffnen und Beeren auch verkaufen. Das heißt auch, ich werde später hier einen weiteren Dorfbewohner mit einstellen. Wir haben im Moment zwei Neuankömmlinge und 8 Leibeigene. Aber nur einen arbeitslosen Dorfbewohner. Den einen Arbeitslosen, den baue ich tatsächlich im Sägewerk.
Und ich werde wahrscheinlich auch jemanden vom Holzfällerlager abziehen müssen, um dann auch das Lagerhaus zu betreiben. Also ihr seht selber, es ist am Anfang ein bisschen tricky, erstmal zu gucken, wo kann man die Leute irgendwo hinbringen, wo werden sie gebraucht und wo sollte man vielleicht welche abziehen, um sie dann woanders wieder mit reinzubringen. Und so warteten und warteten wir. Ja, es gehört halt mit dazu. Ja, meine Lieben, also ich habe mir gedacht, ich fange trotzdem mit diesem Early Access an. Einfach bloß, um ein bisschen was nebenbei zu machen. Ich war jetzt nicht bereit für ein normales Projekt, was dann auch für immer auf dem Kanal sein wird. Und ich weiß natürlich, dass viele hier im Early Access nicht lange gucken werden. Es ist immer ein bisschen schade, dass man sich die Mühe gibt und dann im Nachhinein natürlich keiner mehr zuschaut. Aber so ist es nun mal. Es gehört halt mit dazu. Das ist das Herrenhaus, dann haben wir noch die Holzbrücke, falls wir irgendwo über den Fluss wollen oder über einen See, dann können wir die Holzbrücke errichten. Und es sind so viele Dinge, die wir noch bauen können und die natürlich auch durch die verschiedenen Updates noch mit hinzugekommen sind. Das ist sehr interessant. Es fehlen Baumaterialien. Okay. Ja, was fehlt denn? Steine haben wir, Holz haben wir. Was fehlt? Ach so, Bretter. Ja, klar. Deswegen bauen wir ein Sägewerk. Stellt zwei Bretter aus zwei Holz her. Ja, das Holz könnt ihr euch dann noch vom Holzfällerlager holen. Später wird es euch zugeteilt vom Lagerhaus, wobei die das eher weniger zuteilen. Also es ist nicht so, dass derjenige, der im Speicher arbeitet, die ganzen Dinge holt und dann auch dorthin bringt, wo sie benötigt werden. Es ist vielmehr so, dass der das bloß einlagert und diejenigen, die es benötigen, die gehen hin und holen sich das. Deswegen sollte man immer gucken, dass man auch in regelmäßigen Abständen Lager oder auch Speicher baut, um dann wirklich die Lager und Speicher auch immer voll zu haben, sodass die Leute das auch immer holen können. Das Wohnhaus wird schon wieder ausgebaut. Möchte nochmal 10 mehr Holz haben und kann dann 6 Leute mit unterbringen. 6 Leute ist schon echt gut. Wenn wir bedenken, dass 2 Leute schon 5% ausgemacht haben, dann sind 6 Leute auch schon wieder 15%. Da kommt ein neuer Dorfbewohner. Tatsächlich. Wow, cool. Dann muss ich niemanden abziehen. Dann kann ich jetzt die beiden Dinge gleich so betreiben. Schön. Und der will auch wieder essen. Das gibt auch wieder mehr Geld. Ja, das wird schon. Kein Zugriff auf Komfort. Ist richtig, kann ich jetzt aber auch nichts gegen machen. Das Haus muss ja erst fertig werden, ne? Was übrigens auch sehr interessant ist, wenn wir nachher an Hügeln bauen, und ich sage euch, das ist eine absolut geniale Idee gewesen von den Machern, dann werden die Häuser so ein bisschen in den Berg hineingesetzt. Das werden wir später sehen, insbesondere beim Herrenhaus oder wenn wir jetzt auch so einen kleinen Hügel haben, dann sieht man richtig, wie, ich sag mal angenommen, der Eingang wäre hier, so, dann würde das Haus aber so in den Berg reingebaut werden, dass es hinten nicht oben ist und dann steht das so ein bisschen ab und muss auf Stelzen stehen. Nein, das wird reingebaut, als wenn es in den Berg hineingehört. Und das ist schon irgendwie cool. So, Häuschen ist fertig. Wunderbar. Ein großes Wohnhaus, jetzt können 6 Leute dort wohnen und wir können auch gleich gucken. Agilberte, Akorsa, Margarita, Fagrim, Freda und Rossia wohnen dort. Ah, und hier sind die Baumeister noch weiter beschäftigt. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal noch einen weiteren Baumeister. Nee, kann ich mir im Moment nicht leisten. Aber wir werden ja noch weitere Leute bekommen. Davon gehe ich fest aus. 0 neue Dorfbewohner. Aber die Zufriedenheit, die steigt. Im Durchschnitt ist jetzt aktuell die Zufriedenheit. Die Einwanderung ist niedrig, aber es könnte trotzdem eine Person immer mal mit dazukommen. Die Beschäftigung ist hoch. Wir haben sehr viel zu tun für die Leute, weil nur 2 Arbeitslose da sind. Aber die werden demnächst ja auch wieder weiter eingeteilt. Und die Wohnfläche ist Durchschnitt. Da kommt es immer darauf an, wie attraktiv das ist, wie groß das Wohngebiet ist. Und da werden wir auch noch sehr viel für sorgen müssen. Hausrang 1, Hausdichte 2. Das sind 2 Werte, die immer wieder ausgebaut werden. Die Hausdichte, dann passen mehr Leute rein. Hausrang, da kommt es immer darauf an, welche Form von Bürgern dort einziehen soll. Es gibt nicht nur die Leibeigenen und die Neuankömmlinge, es gibt auch noch bürgerliche, richtige Bürger und irgendeine Art noch. Muss ich gerade mal gucken, ob man das schon sehen kann. Leibeigene, bürgerliche, Bürger. Na gut, Mönche gibt es noch, aber die leben nachher im Kloster. Das muss man noch extra errichten.
Aber die Zufriedenheit ist eigentlich ganz gut. Gottesdienst tatsächlich plus nur 18% unzufrieden liegt daran, dass die Neuankömmlinge keinen Gottesdienst benötigen, nur die Leibeigenen. Und wenn man bedenkt, dass 8 Leibeigene gerade mal den Gottesdienst wollen, aber 3 Neuankömmlinge da sind, die sagen, kann ich drauf verzichten, ist natürlich die Prozentanzeige dadurch ein bisschen runtergegangen. So, das Sägewerk selber ist fertig. Dann werden wir jetzt einen Zimmermann einstellen, der dort gerne alles fertig bauen darf. Der wird sich dann immer wieder Holz holen und das Holz an sich wird dann zu Brettern verarbeitet. Und die Bretter können wir nachher für die Handelsroute nutzen. Wir sehen andere Städte nicht. Die Leute, die kommen im Prinzip zu uns zum Handeln. Die kommen vom Rand der Karte und laufen einmal rüber und sagen, hallo, ich will was. Und zischen dann wieder ab. Das ist deren Auftrag, das ist deren Bedürfnis. Ich hatte am Anfang, ich glaube in der ersten Folge auch gesagt, dass es geringfügig kriegerische Aktivitäten gibt, aber im Moment beschränkt sich das auf irgendwelche Aufträge, die man erledigen soll, dass wenn man jetzt 20 Soldaten nachher in der Burg ausgebildet hat, man die dann zu dem Auftrag schickt und gegebenenfalls ein bisschen Gold dafür bekommt oder meinetwegen auch Nahrung oder. Ach. Die ersten Bretter sind schon da, die sind schon produziert worden und es wird natürlich jetzt auch immer mehr. Und mit mehr Bürgern haben wir dann auch die Möglichkeit, noch mehr Leute hier überall mit einzustellen. Ich würde am liebsten auch noch einen dritten Sammler haben, aber ich brauche die Leute gerade an anderen Stellen. Es tut mir echt leid. Ich meine, die Einwanderungsrate ist Durchschnitt, das heißt, es könnten tatsächlich auch 2 kommen. Ich glaube, bis zu 3 Leute können immer kommen. Pro Woche, pro Tag, pro Monat. Ich habe keine Ahnung, in welchem Rhythmus. Müsste ich auch noch mal erst herausfinden. Aber die kommen dann immer wieder mal an. Und da sehen wir schon 2 neue Bürger, die auf uns zukommen. Die extra zu uns einwandern. Die haben hier schon einen ganzen Weg geformt. Dankeschön. Ach, endlich. So, komm. Einer wird als Sammler arbeiten. Und einer geht... Ja... Eigentlich brauchen wir sonst erstmal nichts weiter, aber später werden wir noch einen ins Lager packen. So, jetzt ist die Einwanderungsrate niedrig, weil nur noch die Beschäftigung Durchschnitt ist. Aber das wird sich nachher wieder regeln. Denn wollen wir ehrlich sein, wenn das Lager erstmal steht, wird die Beschäftigung eh wieder höher. Der Marktplatz hat sehr viel eingenommen. Wir sind sogar mit 225 aktuell im Plus. Das ist gut. Dann können wir auch wieder richtig viel bauen, richtig viel tun. Aber erst einmal werden wir versuchen, den Handel zu eröffnen. Das können wir eigentlich gleich machen, sobald wir die Bretter im Lager haben. Das heißt, das Lager muss erst fertig werden. Noch 5 Bretter fehlen. 6 sind sogar noch da. Theoretisch müsste es gleich geschafft sein. Agilberta bringt tatsächlich 5 Bretter rüber. Schön. Agilberta, wir lieben dich. Jetzt baut sie das Ding nicht fertig. Jetzt muss sie erst wieder Pause machen. Ich weise mal noch jemanden zu. 2 Bauherren zu haben, dürfte schon nicht verkehrt sein. Gerade in dieser Situation. Da sind noch die Holzfäller unterwegs, die hacken und machen und tun, um das Holz wieder herzustellen, was jetzt verbraucht wurde für die Bretter. Bretter werden gerade wieder mehr. Und geschafft. Sehr schön. Jetzt können wir hier Ressourcen zuweisen. Da freue ich mich. Einmal brauchen wir Holz. Wir brauchen Werkzeuge. Wir brauchen die Steine und die Bretter. Das ist alles das, was hier jetzt so eingelagert wird von dem letzten Mitarbeiter, der noch übrig war. Die Zufriedenheit ist hoch und auch die Beschäftigung ist hoch. Das hat uns wieder einen Durchschnitt verpasst. Das heißt, es könnten wieder 2 Dorfbewohner auf uns zukommen, von wo die kommen. Das muss man erst erörtern. Entweder man verfolgt die Wege nach oder man wartet so lange, bis man die Leute irgendwo herkommen sieht. Okay, die machen schönen Schlenker. Ja, von hier irgendwo. Aber bisher sind noch keine unterwegs. Schade, dass die nicht einfach so den Berg runter können. Was soll denn das? Okay, wir haben genügend Geld. Ich bin zufrieden, sehr zufrieden. Das heißt, wir können demnächst auch erstmal einkaufen. Und brauchen das auch. Wofür haben wir jetzt 15 Bretter
sammelt oder bringst du die nur rüber? 15 Bretter sind einfach so verschwunden. Ah, die hat er eingelagert. Sehr gut. Dann können wir jetzt nämlich endlich die Handelsroute eröffnen, um zumindest schon mal eine kleine zu haben und das ein oder andere verkaufen zu dürfen. Und zwar mit Northbury. Dafür brauchen wir 20 Bretter. Und sobald wir die haben, dürfen wir auch Bretter verkaufen. Wir dürfen gehauene Steine verkaufen. Das ist nochmal was anderes als die normalen Steine, die man hat. Richtige Steinblöcke, die dann auch schön geformt sind und dementsprechend auch nachher für Steinhäuser verwendet werden dürfen. Und wir könnten sogar Wein verkaufen, sowie Beeren. Wein wird noch eine ganze Weile dauern, denn ihr seht, nicht nur der Preis ist bei 120, es ist auch sehr, sehr spät erst zur Verfügung stehend durch das Kloster. Herr Unknown. Schöner Name. Herr Bisuzimt. Bestätigen und speichern. Und das Village ist das Zimtdorf. Können wir später in die Zimtstadt umbenennen. So, jetzt haben wir genügend Bretter. Dann ist die Handelsroute erst einmal eröffnet. Jetzt müssen wir ins Handelsmenü gehen. Das heißt, Ressourcen dann auch aussuchen, die wir verhandeln wollen. Wie zum Beispiel Bretter. Wir sagen, wir wollen gerne wie viel behalten? 20 Stück. Dass wir immer was zum Bauen haben. Kaufen, bis das Inventar die Stückzahl erreicht hat. Alles oberhalb der Stückzahl verkaufen. Das wollen wir. Wir wollen es loswerden. Wir wollen die Bretter loswerden. Und bei den Beeren, da haben wir jetzt 74. Das ist gut fürs Erste. Wir sagen mal, 50 Beeren behalten wir, den Rest können wir gerne verkaufen, zumindest fürs Erste. Die Steinblöcke kommen erst später, da machen wir jetzt erstmal nichts mit. Befördert den ersten Neuankömmling, ja, Beförderungen sind noch nicht mit drin, das kommt erst noch. Wenn wir ein bisschen Geld gemacht haben, ich glaube, du bist ein Händler, ne? Ja. Du möchtest gern kaufen, ja, ich habe im Moment nicht so viel zum Verkaufen, aber du bist jetzt auch schon wieder auf dem Weg nach Hause. Obwohl ich doch jetzt erst die Handelsroute eröffnet habe. Was ist los mit dir? Okay. So, und dann, oh ja, Werkzeuge können wir jetzt einkaufen. Und zwar bis zu 20 Stück. Dass wir immer welche in der Hinterhand haben. Denn auch die Kirche, die wir später bauen müssen, die wird sehr, sehr teuer sein von den Werkzeugen her. Wir werden das Vogtbüro bauen müssen, beziehungsweise unser Landsitz, unser Herrenhaus. Und auch das ist sehr umfangreich und teuer. Wir könnten damit im Prinzip schon beginnen. Bin gerade am Überlegen, dann hätten wir eine größere Schatzkammer. Aber der Unterhalt ist dementsprechend auch teuer. Der Unterhalt für die Kirche wird auch teuer. Und es werden nicht so viele Leute dazu kommen, wenn wir erst das Herrenhaus machen. Wir könnten erst die Kirche machen. Dann sind die zufriedener, wir bekommen mehr Leute. Aber haben wir noch Beeren in der Nähe? Denn nicht, dass wir nachher kein Essen mehr haben, dann bringt mir das auch nichts. Wie sieht es aus mit dem Territorium? Ne, da komme ich nicht ran. Da kommt der nächste Händler. Hier sind erst wieder Beeren. Kann man sich das nicht irgendwo anzeigen lassen, was man hier bekommt? Ne. Steuern. 25 Münzen die Woche für ein neues Gebiet. Da kommen wieder zwei neue Leute. Herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr da seid. Ich brauche neue Mitarbeiter. Ja, en masse. Also von daher immer rein in die gute Stube. Freue ich mich. So, die Beeren sind verkauft worden. Super. Wir haben jetzt auch wieder sehr, sehr, sehr viel Geld gemacht. Obwohl wir Werkzeuge eingekauft haben und Werkzeuge sind extrem teuer. Gucken wir uns auch gleich nochmal an. Jetzt aber erstmal zur Kirche. Die bauen wir hier mit hin. So, das ist einfach bloß ein Pflock, dass man weiß, ringsherum kann man die Kirche bauen. Wie man das nachher baut, das ist mit dem Marktplatz genauso. Wenn ich jetzt hier den Pflock setze und hier den Stand hinsetzen will, sagt er, geht nicht, ist zu weit weg. Wenn ich aber hier einen Tisch hinstelle und dann noch einen Tisch und noch einen Tisch und noch einen Tisch, dann kann ich das umso weiter machen. Also es muss immer in einem gewissen Radius von dem sein, was da gerade gebaut wurde. So, die Kirche, die beginnen wir jetzt mal zu bauen. Möglichst so, dass die dann hier auch den Weg nutzen können.
Dann gibt es Tür A, sprich einen Eingang. Sie werden ein Kreuz bekommen, das wir oben mit draufstellen. Was wollt ihr noch Schönes haben? Ich glaube, einen Glockenturm braucht ihr auch. So, bitteschön. Ja, dann können wir die später noch weiter ausbauen. Das allein kostet schon 35 Bretter, 48 Steine und 11 Werkzeuge. Das ist eine Menge Zeug, das dabei drauf geht. Bist du schon wieder eine neue Einwanderin oder was, was bist du? Ein Mönch nähert sich eurem Dorf. Ah, okay. Der möchte mit mir reden? Na dann, erzähl mal. Mein Herr, der König, verlangt einige Materialien. Der Klerus möchte ein paar seiner Kirchen renovieren, aber auch unsere Arbeiter sind bedürftig. Wir müssen wählen, wem wir helfen wollen. Entweder 50 Bretter zum Königreich, zum Klerus oder zur Arbeiterschaft. Jeweils kriegen wir 10 dieser komischen Münzen, Einflussmünzen. Und würden 5 verlieren, wenn wir es nicht schaffen, innerhalb einer gewissen Zeit die Bretter zu liefern. Die Frage ist, wem wollen wir jetzt was Gutes tun? Ich würde sagen, erst einmal der Arbeiterschaft, denn die ist am Anfang am wichtigsten. Der Klerus weniger. Also da würde ich dann auch eher dem Königreich helfen, aber es gibt beim Klerus das ein oder andere, das man doch noch gebrauchen kann, um die Kirche weiter auszubauen. Wir werden dem Volk helfen. So, dann müssen wir bloß den Verkauf ein bisschen ummodellieren. Das heißt, wir gehen nochmal ins Buch und sagen, dass jetzt Bretter nicht unter 50 verkauft werden sollen. Werkzeuge kaufen wir weiterhin ein. Ja, und zusätzlich müssen wir mit den Brettern sowieso erstmal die Kirche finanzieren, beziehungsweise renovieren, aufbauen, sanieren, alles machen. Es dauert noch ein bisschen. Ja, genial. Also es ist ein umfangreiches Spiel. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein schönes Spiel. Ich freue mich jetzt schon auf alles, was da kommt. Aber ich muss das Territorium weiter ausbauen. Und ich glaube, wir gehen jetzt erstmal weiter nach oben. Wir müssen mal gerade gucken. Ja, dann kommen wir später auch an Bären ran. Das ist okay. Komm, gib mir noch einen. Dann holen wir uns dann demnächst dort die Bären. Dankeschön. Ach so. Oh, war das gratis? Warum? Finde ich toll. Wahrscheinlich, weil wir irgendwas abgeschlossen haben. Ich habe keine Ahnung. Ja, sehr nice. Sehr, sehr geil. Das bedeutet, wir könnten uns im Prinzip gleich hierhin erweitern und würden dann die Bären noch mit dazu bekommen. Das ist gut. Aber es kostet halt auch monatlich Steuern, ne? Es Komm, ist egal. So. Das heißt, wir haben jede Menge Bären. Wir könnten dort drüben noch eine Sammlerhütte errichten und dann könnten wir noch mehr Leute das Ganze absammeln lassen, sodass wir nicht hungern müssen. Die könnten wir ja auch mehr verkaufen. Entweder am Marktplatz oder eben auch an die Händler, die immer wieder kommen und hier was haben wollen. Und was wir zusätzlich später noch machen werden, ist das Wohngebiet zu erweitern. Denn ihr seht, dort wo die Kirche steht, dort ist es auch sehr attraktiv. Und tada, schon wollen die Nächsten ihr Häuschen haben. Sollen sie bekommen, ist völlig okay. Siedelt euch an, rund um die Kirche. Dafür habe ich sie dorthin gebaut. Und dann können wir das Vogtbüro bzw. unser Herrenhaus hier oben mit hinstellen, sodass die Attraktivität hier auch nochmal steigt. Dann haben wir ein schönes, großes Wohngebiet. Dann können die links arbeiten, rechts arbeiten. Es ist, glaube ich, ganz gut gewählt. Zur Not kann man auch andere Wohngebiete noch fertig machen. Muss man allerdings darauf achten. Warum haben wir jetzt so wenig Münzen? Ach so, weil wir jetzt wieder Werkzeuge eingekauft haben, ne? Ja, ich muss den Einkauf von Werkzeugen erst einmal stoppen. Danke. Solange wir noch Bretter und Beeren verkaufen, ist alles gut. Wir haben noch 4 Arbeitslose. Ja, dann. Wo stecke ich euch denn noch rein? Brauche ich noch Holz? Nein. Brauche ich Bretter? Ja. Komm, dann mache ich noch ein paar Sägewerke fertig, beziehungsweise Zimmermannsleute. Träger brauche ich im Moment keine weiteren. Da kommen schon wieder 2. Herzlich willkommen. Freut mich, euch zu sehen. Der macht das A-Loch auf und zu. Federalala, federalala, federalala. Und damit verabschiede ich mich von der heutigen Folge. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich bei Foundation. Nun, ihr könnt auch einfach ein Abo und ein Like dalassen. Dann haben wir es schnell hinter uns.